Alter. Jetzt habe ich mir natürlich auch direkt was geholt und zack sind erstmal 40 Euro weg. Ich hoffe nur, dass ich genug Bargeld dabei haben werde. Anstatt, dass ich einfach mit der Karte im Notfall aushelfen könnte, aber das geht halt jetzt gerade nicht. Mal gucken, wie weit ich mit den 60 Euro jetzt komme. Klappe. Ich hoffe, ich verkipp den Tee nicht, Alter. Hi, ich bin Richie und ich bevorzuge kontaktloses Zahlen gegenüber Bargeld. Ich habe mein Handy sowieso immer überall dabei und generell ist das ja auch so ein Ding geworden, dass man einfach überall mit Karte zahlen kann oder eben kontaktlos. Ich frage mich also, kann ich tatsächlich eine ganze Woche lang darauf verzichten, mit Karte oder kontaktlos zu zahlen und wirklich nur mit Bargeld? Reicht das? Komme ich damit klar? Ob das wirklich so einfach ist, wie das gerade klingt und ob ich es überhaupt hinbekomme, finden wir jetzt zusammen heraus. Ich habe die letzten 4 Wochen von mir noch einmal angeguckt und habe festgestellt, dass ich im Schnitt pro Woche 130 Euro ausgegeben habe. Ich weiß jetzt nicht, ob das viel oder wenig ist, aber da ist natürlich alles mit drin. Lebensmittel, Freizeit etc. pp. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in diesem Experiment unter den 130 Euro liegen werde, weil die meisten Ausgaben entstehen durch Bequemlichkeit, weil ich mein Handy dabei habe. Hier mal rangehalten, da mal rangehalten. Und wenn das Bargeld irgendwann leer ist, dann ist es halt leer. Dann kann ich erstmal nichts mehr kaufen und ich müsste dann wieder zum Automaten gehen. Oh, geiles Wetter. Ich bin jetzt zur Sparkasse gegangen, direkt schön am Jungfernstieg hier. Ich werde mir jetzt erstmal 50 Euro abholen. Aber ich weiß nicht so genau, ob das diesmal reicht, weil ich habe die Woche echt Bock auf so Mittagspause und geil was zu essen holen. Bis jetzt mit Bargeld zahlen geht überall. Bis jetzt gibt es also keine Probleme und das macht mich natürlich very happy. Und nach kommt mir das immer mehr in Sinn. Wieso sollte man nicht mit Bargeld zahlen können? Und dann sind mir so ein, zwei Sachen eingefallen. Erstens, wenn du kein Bargeld bei dir hast, dann kann natürlich nichts geklaut werden. Zweiter Punkt wäre, alles was an Geld reinkommt, jede Transaktion ist ja sofort digitalisiert. Und für die Buchhaltung ist das wahrscheinlich ein ultra krasser Gewinn. Und trotzdem wirkt es für mich unterm Strich total weltfremd, wenn ich irgendwo hingehe und ich möchte mir was kaufen und ich gebe denen mein Geld, mein physisches Geld, dafür ist es ja da, um was zu bezahlen und die sagen, nee, sorry, nehme nicht. Was? Das ist Geld. Warum nimmst du mein Geld nicht? Nimm mein Geld jetzt, ich will mir was kaufen. Aber vielleicht geht es noch ein bisschen tiefer als das. Genau. So, zack. Dann würde ich dir die geben. Ja. Kannst auch 40 machen. Ja, super. Ich habe mir eben gerade 100 Euro abgeholt, weil ich wusste, es ist Wochenende. Da brauche ich wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr. Und ich gehe gerne über den Schanzenflohmarkt. Jetzt habe ich mir natürlich auch direkt was geholt und zack sind erstmal 40 Euro weg. Das heißt, von den 100 habe ich noch 60 über und das war eigentlich nicht die einzige Station heute. Ich wollte auch noch ein paar andere Sachen machen. Ich hoffe nur, dass ich genug Bargeld dabei haben werde, denn das ist so eine der größten Ängste, die ich ein bisschen habe, dass ich einfach einen Haufen Zeit damit verschwende, immer nur von A nach B zu fahren, um Geld abzuholen. Anstatt, dass ich einfach mit der Karte im Notfall aushelfen könnte, aber das geht halt jetzt gerade nicht. Deshalb habe ich auch direkt 100 Euro abgeholt, damit ich genug habe. Naja, mal gucken, wie weit ich mit den 60 Euro jetzt komme. Hi, entschuldige. Ich suche Zündkerzen für Kleinmotoren. NGK, noch irgendwas H? Nee, wenn, habe ich nur vom... Alles klar. Das ist ein kleines Podest. Danke dir. Bitte. Tja, wie meistens, ne? Man kommt wegen einer speziellen Sache und genau die gibt's dann leider nicht. Meh, meh, meh. Schade, hätte ich ein kleines bisschen mehr Geld mit, dann hätte ich mir den hier gegönnt. Aber so viel Bargeld trage ich selten bei mir rum. Ha, tja, nächstes Mal. Machen wir mal ein Gedankenexperiment. Nehmen wir an, von heute auf morgen gäbe es nur noch Bargeld. Das heißt keine Kreditkarten, keine Girokontokarten. Also wären wir jetzt nicht mehr abhängig von der Technologie. Auf der anderen Seite sind wir leider sehr abhängig von der Technologie. Daueraufträge wie Miete, Strom oder Handyvertrag etc., Versicherung, das könnte alles nicht mehr online abgezogen werden. Gleichzeitig bekäme man durch das Bargeld aber vielleicht ein besseres Gefühl, für was man sein Geld eigentlich ausgibt.
Online-Shopping würde es quasi gar nicht mehr geben. Dafür wären aber die Schlangen in den Supermärkten und Läden viel, viel länger. Auf den Straßen würden wir vermutlich viel mehr Geldtransporter sehen, die das ganze Geld von A nach B fahren müssen. Transaktionen könnten nicht mehr digital erfasst werden und somit wäre es auch kaum nachvollziehbar, wer für was wann Geld ausgegeben hat. Schwarzarbeit und Geldwäsche könnten so auf jeden Fall viel, viel leichter vertuscht werden. In unserer globalisierten Welt ist das elektronische Bezahlen eigentlich nicht mehr wegzudenken. Aber ich glaube, dass das auch ganz gut ist, weil es eben so sehr viel ermöglicht. So, genug gedacht. Ich habe jetzt mega Hunger. Ich hole mir eine Waffe. Könnt ihr euch das vorstellen, dass man in einer Welt lebt, wo wir nur noch Bargeld haben? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch das vorstellen könnt. Und vor allem, was wäre eine Sache, auf die ihr so überhaupt nicht verzichten könntet? Mann. Tja. Ich weiß es nicht. Vielleicht will mir das Leben irgendwie was sagen. Aber ich kenne noch einen zweiten Waffelladen. Ich probier's einfach da mal. Ja, das ist jetzt schade. Auch bei der zweiten Waffelstation kann ich nicht bar zahlen. Das konnte mir leider von den Leuten tatsächlich keiner sagen, warum. Der Aspekt der Sicherheit ist definitiv relevant. Der zweite Gedanke, den ich hatte, war, wenn es um Essen geht, also in der Gastro, das hat ja einen recht langen Weg hinter sich, das Bargeld. Und alle haben es irgendwie angefasst, es lag überall rum. Ist vielleicht nicht so super sauber. Und deshalb schützt man sich da vielleicht vor hygienischen Problemen, wenn man Essen rausgibt. Ergibt schon Sinn für mich. Na, hier oben ergibt Sinn. Ich war am Anfang nicht ganz ehrlich zu euch, denn als ich das Experiment angefangen habe, da hatte ich einen vollen Kühlschrank. Das heißt, ich musste mir über die Zeit hin eigentlich abends nichts zu essen kaufen, denn ich hatte ja alles bei mir. Jetzt ist es soweit, dass ich was brauche. Alles ist leer, ich habe ordentlich reingehauen und gefuttert. Gucken, wie weit ich jetzt mit meinem Bargeld komme in einem ganz normalen Discounter. Den Einkauf habe ich jetzt hinter mir. Alles drin, alles gepackt. Und dabei war gar nicht die Frage, ehrlich gesagt, ob ich das mit dem Bargeld zahlen kann, weil es wäre mir komplett neu, wenn man auf einmal in einem großen Einkaufsladen nichts mehr mit Bargeld zahlen kann. Was allerdings interessant war zu sehen, ist, dass ich viel verkrampfter und versteifter darauf war, was ich kaufe, weil ich habe natürlich nur eine begrenzte Menge an Bargeld bei mir. Ich konnte nicht mehr als 20 Euro ausgeben. Mit der Karte ist mir das eigentlich immer ziemlich egal und ich mache solche Gelegenheitskäufe. Hier mal vielleicht noch mit eingepackt und da 3 Euro mehr, hey, was soll's. Aber jetzt mit dem Bargeld wirkt es irgendwie wie so ein kleiner Entzug, dass ich mir halt nicht alles kaufen kann, worauf ich Bock habe, sondern ich muss sehr, sehr, sehr gezielt mein Geld verwenden. Und das macht man, glaube ich, viel zu selten. Hallo! Shoutout von den Mädchen. Da wurde sich gefreut. Und das ist tatsächlich ein ganz schöner Effekt gewesen, denn ich glaube, es ist sehr gesund, wenn man mal darüber nachdenkt, wofür man wirklich sein Geld ausgibt. Und dadurch, dass ich gerade nur Bargeld benutzen durfte, habe ich das tatsächlich getan und sehr, sehr, sehr bewusst eingekauft. Das fühlt sich gerade sehr gut an. Ich muss sagen, das würde ich jetzt in Zukunft vermutlich noch mal ein bisschen konsequenter durchziehen. Ja, schade mit der Waffel. Alter. Ich musste nur zweimal zum Bankautomaten gehen, um mir Geld abzuheben. Einmal 50 Euro, einmal 100 Euro. Und von den 150 Euro ist der hier übergeblieben und noch ein bisschen Kleingeld. Ich habe exakt 127,40 Euro ausgegeben. Und mit meiner Prognose am Anfang, dass ich unter 130 Euro bleiben werde, ja, bin ich jetzt so mäßig zufrieden, ehrlich gesagt. Ich hätte gedacht, ich gebe nicht so viel aus, wenn man bedenkt, dass es alles nur für Essen und Trinken eigentlich war. Was mich begleitet hat in dieser Woche, war tatsächlich, dass ich viel planen musste und drüber nachdenken musste, was ich heute machen will. Aber vor allem habe ich mir verdammt viel Gedanken drüber gemacht, wofür ich mein Geld eigentlich ausgebe. Und das ist für mich der größte Takeaway. Ich werde zukünftig auch versuchen, ein bisschen zu planen, wenn ich unterwegs bin, damit ich weiß, wofür ich Geld brauche. Unterm Strich war das ein schöner Wachmacher, um mal selber zu sehen, wie bewusst man dann eigentlich mit Geld umgeht, wenn man es bar rumträgt, anstatt mit der Karte überall ranzugehen. Ich denke, dass beide Bezahlwege ihre Berechtigung haben, denn was für mich eins der größeren Probleme war, wie zum Beispiel mit der Zündkerze für mein Moped. Ich habe hier keine Werkstatt irgendwo in der Nähe, die solche Dinger verkauft. Das heißt, ich muss online shoppen gehen und das lässt sich natürlich schlecht mit Bargeld zahlen. Ich werde zukünftig nicht drum herum kommen, mit meiner Karte zu zahlen bzw. mit meinem Handy. Erstens, es hat einen gewissen Spaßfaktor und zweitens ist es verdammt bequem. Ich muss mein Geld nicht immer überall mit hinnehmen und ich glaube, wenn ich einkaufen gehe in große Läden, dann würde ich versuchen, damit Bargeld zu bezahlen, weil dann achte ich, denke ich, deutlich mehr darauf, was ich mir wirklich kaufe und vor allem wie viel.
Also, meine Empfehlung an euch, probiert das mal einfach selber aus, hebt euch einen gewissen Betrag ab und dann schaut mal, wofür ihr das ausgibt. Denn dann tut es auf einmal doch schon ein bisschen mehr weh, wenn man so einen Schein hinhält, als wenn man einfach das Handy ranlinkt und tututututu. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr weitere Selbstexperimente sehen wollt, dann schaut nächste Woche auf dem Kanal vorbei. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao.